So. Le Jacuzzi ist löffelt. Löffelt? Löffelt. Gefüllt. Okay. Hast du eigentlich immer noch so einen großen Hunger? Nö. Ki? Ki. Kiki. Kiki. Die unteren Öfen waren mit Sand gefüllt. Sind die fertig? Ja. Nice, Bro. Okay. Dedede. Willst du da echt ein zweites Stockwerk drauf machen? Die Frage ist, ob du das willst. Wir können das allerdings auch so lassen. Also es wäre ziemlich hoch. Also Fakt ist ja, dass wir auf jeden Fall, also wir können auch einfach jetzt ein Dach hochbauen und machen ein kleines Stockwerk oben drauf. Also auf dem Dach. Wenn wir jetzt ein Spitzdach machen, ja. Ja, weil ich würde ja ein Spitzdach anders ansetzen als du. Du setzt ja, wenn du ein Spitzdach ansetzt, setzt du ja ein Runddach an. Ja, und was willst du machen? Ein reines Spitzdach. Siehst du das? Ja. Also ich laufe nicht drumrum. Ja, ja, schon klar. Wenn du das so machen möchtest, können wir das gerne machen. Wäre mal was anderes. Ja. Aber wird vielleicht nur extrem klobig aussehen. Genau. Aber so hättest du mehr Platz auf dem... Wir können das auch einfach auf dem Dachboden machen. Da, wo du jetzt die Steine gesetzt hast, machen wir einfach Treppen hin. Ja, da setze ich doch nachher Treppen drauf. Ach so. Ich habe jetzt nur keine Erde gehabt, um das zu demonstrieren. Ach so. Warte mal, ich komme mal zu dir. So, hier ist der höchste Punkt. Und ab da geht's wieder runter. So hoch. Ja, nun lass es mich doch erstmal sehen. Ja, natürlich. Und dann können wir doch immer noch sagen, ob es zu hoch ist oder nicht. Ich kann dir eigentlich jetzt schon sagen, dass es zu hoch ist. Du kannst das, aber ich doch nicht. Und optimaler wäre es gewesen, wenn du es hier vorne gemacht hättest. Auch vor, also beziehungsweise auch vorne hochgebaut. MS. Ja, ich bauen. Ja, mache ich. Weißt du, ich darf nie. Meckern. Ich darf nie, weißt du? Du bist auch ja auch mit, der Babbler. Mit einem Dachboden wäre das eigentlich nicht zu hoch. Aber okay, du hast gesagt, das ist zu hoch. Moment. Du bist... Das sind... Na gut, vier. Wenn du vier einfach nur vier Reihen hoch machst, sollte es eigentlich reichen. Vier Reihen? Was mache ich mit der flachen Ecke, die wir dann haben? Da spawnen nämlich Monster drauf. Da setzen wir einfach... Slabs drauf. Slabs. Slabs. Warte mal, das waren eine, zwei, drei. Dann wäre das hier die richtige Höhe. Nein. Das sind. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich sehen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zur Verdeutlichung: eine Fackel, zwei Fackeln, drei Fackeln, vier Fackeln. Richtig. Du musst aber bedenken. Von innen sind es nur drei. Du möchtest also vier von innen haben. Ja, sag ich doch. Vier hast du draufgesetzt. Ich muss also noch einen draufsetzen. Na, da setze ich doch noch einen drauf, Mann. Gott. Weil du ja Minimum... Also, oder ich dachte zumindest, dass wir hier so die Decke hinmachen. Oder eins höher. Obwohl... Nee, wir machen da die Decke hin. Reißen eins von dem
Holz wieder ab oben und setzen da Stein hin. Wie er das möchte. Ja, also so, so, so. Und zur Verdeutlichung, hier wäre dann die Decke. Ja. Muss ich erstmal hier raus. Das geht direkt von da aus. Und dann geht es direkt so weiter. Alles klar. Das heißt also, hier fängt das Dach an. Ba-da-da-da-da-da. Zap, zap. Ben Duster. So, 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 so. Und so. Die Frage ist jetzt, wir müssen ja deinen ganzen Stein wieder abreißen, ne? Nicht zwingend. Den du hier reingebaut hast. Nicht zwingend. Naja, wenn du da jetzt noch Treppen draufsetzt. Einmal ein, zweimal, dreimal, viermal. So. Jetzt müssten wir von der Höhe her richtig sein. Flop, 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 flop. So. Lieber Emmes. Oder du setzt noch eins drauf. Hier ist die Decke. Dann wäre es aber zu hoch, wenn ich noch einen drauf setze. Du hast aktuell, in der Mitte hast du 3 Platz, oder? Vier. Du hast 4 Steine Platz. Ja. Vom Boden aus bis oben an die Decke. Ach, du möchtest nach oben. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich wieder auf Deckenhöhe. Also hast du 3 frei, sag ich doch. 3 von Emmes, du musst mir auch die passende Richtung nennen, ne? Also. Ja, von Decke bis Boden. Hier nix. Mach die Augen auf, du. Wobei, man könnte hier eigentlich fett eine Fensterfront reinfriemeln, wo ich jetzt gerade mit Stein hochgebaut habe. Könnte man? Könnte man. Oder wir machen da oben noch einen Balkon. Balkon. Entschuldigung. Balkon. Balkon. Wie ich vorhin schon sagte, der MS kommt ja gebürtig aus dem Osten. So würde die Decke aussehen. Das hier ist die Decke. Aber auch kein Stein mehr. Das ist doch nicht schlimm. Nimm doch einfach den aus deinem Herz. Wir machen wir ein Steindach? Oder? Da reagiert er gar nicht drauf. Machen wir ein Steindach oder was machen wir? Weiß ich nicht. Ich hab dir einen Vorschlag gemacht. Ach so, Fichten. Stimmt. Hast du. Creeper! Creeper! Komm zu mir. Do not fear the Creeper. Ja, komm schon. Spinne. Ich habe keine Steine mehr. Ja. Und ich komme hier nirgendwo mehr runter. Ja. Übernachte auf dem Dach. Warum? Hast du dir ein Bett mitgenommen? Nein. Ich wollte schnell schlafen gehen und dann hätte ich dich da runtergeholt. Oh, das wird knapp mit Stein. Nö, oh. Nö. Warum? Weil du noch vier Stacks. Wir müssten ja auch noch Treppen bauen. Genau. Wie viele. Was ist vorhanden? Nur noch 4 Stacks.
keinen. Ich habe eben nur einen gesehen, aber es ist okay. Es ist in Ordnung, wenn du nicht zählen kannst. Ich baue nochmal ein paar Steinchen ab. Brauchst du ja nicht. Warum? Bin fertig. Brauch keine Steine mehr. Ja, du willst es doch nicht so eckig lassen. Oder doch? Es ist Minecraft. Das ist eckig. Gewöhn dich dran. Du kannst aber Stufen benutzen. Natürlich kann ich auch Stufen benutzen. Ich wollte nur mal die Decke einbauen. Ach so. So. Die Decke ist schon mal drin. Da oben ist es zappenduster. Wir haben da oben kein Lichtlevel. Setzte Riesenweihei leuchtet aus, please. So. Hier oben habe ich schon mal ausgeleuchtet. Wie bist du da jetzt hochgekommen? Ja, ich habe mich da hochteleportiert halt, ne? Hier so. Ah ja. Nee, jetzt wirklich? Hoch? Naja. So zum Beispiel. So. Ich kann dir da auch was empfehlen. Du bist so schnieke, Mann. Du bist so schnieke. Ja, provisorisch. Das ist ja... Meine Güte. Das ist ja brillant, ist das. Hier machen wir eine gigantische Fensterfront hin. Aua. Auf dem Beckenrand aufgeschlagen. Ulei. Was ist denn hier passiert? Wo ist was passiert? Achso. Aua. So. Oh, TK aka Steven R. Ein Remix aus längst vergangenen C64-Zeiten. Die Älteren unter euch werden eventuell noch wissen, was ein C64 ist. Nee. Der MS weiß es nicht, weil der MS ist blutjung. Der kann mit einem C64 nichts anfangen. Kannst du doch? Ja, natürlich. Naja, natürlich kann ich das jetzt nicht nennen. Die beiden Felder sind im Übrigen gefüllt. Nur mal so ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Nee. Hast du das Glas rausgenommen und das noch in deinem Inventar? Nur so rein zufällig? Nee, doch habe ich. Warum fragst du, Emmis? Nur so. So rein informative Gründe, oder? Korrekt. Okay. Hast du noch rein zufällig Fichtenholz bei dir? Ich bin's gerade am Abhacken. Wenn du mir so ein paar Sekunden kippst, dann komme ich mit dem frischesten Fichtenholz, was es je gegeben hat. Das kann ich leider nicht machen. Was ficht dich an, Was ficht dich an, mich nach Fichten zu fragen? Klopf ab doch jetzt hier. Da, so, wunderbar. Danke. Bitte. Ich hätte Fichtenholz da, Emmis. Auch. Ich weiß, du hast mir die Fichten hier vorne abgeholzt. Ja. Die eigentlich so aus dekorativen Gründen da hätten stehen bleiben sollen. Na ja, pflanze neue. Ich pflanze dich gleich. Wir brauchen aber Fichten, das tut mir leid. Brauchen wir nicht. Brauchen wir wohl. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ja, 37 Fichtenholz habe ich jetzt gerade mal einstecken. Mess. Bevor du gleich anfängst. Nee. Du machst das Dach.